Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und beim letzten Mal war ich eigentlich recht erfolgreich, würde ich sagen, denn ich habe 2 Trophäen bekommen und diese Trophäen waren zum einen, 1 ist besser als 2 und Kopfballprofi. Und dann haben wir auch noch ein Social Club Achievement geholt, wo wir 50 Kopfschüsse machen mussten insgesamt. Und heute holen wir uns wieder mal 2 schöne Trophäen. Und zwar, jetzt muss ich sie einmal suchen. Das ist einmal Elefant im Porzellanladen, verursache einen Sachschaden von 1 Million Dollar. Das ist zum Glück nicht, also muss man zum Glück nicht am Stück machen, sondern das wird summiert über das gesamte Spiel. Und ich bin aktuell bei 525.000, das werde ich euch aber gleich nochmal zeigen, wo man das in der Statistik findet. Und das werden wir nicht machen, hätte man auch machen können, aber aktuell habe ich die zweite Insel nicht freigespielt und kann somit nur 4 Sterne bekommen. Denn das hier, ich bin berühmt, verdiene dem Medieninteresse Rang Stoff aus dem Legendensinn. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber das müssen wir angehen. Und ich habe gehört, man muss das in einem Fahrzeug machen oder man muss das halt zu Fuß machen, ohne zu sterben. Aber ansonsten nur in einem einzigen Fahrzeug. Sobald man nämlich aussteigt aus dem Fahrzeug, wird dieser Wert wieder auf 0 resettet. Deswegen, ja. Und dafür eignen sich ganz hervorragend der Panzer und der Hunter. Und deswegen stehe ich hier auch schon vor dem Fort Baxter. Das ist ja dieser Militärstützpunkt. Und ich habe ja vor 2 Folgen, müsste das sein, wenn ich jetzt mich recht entsinne, habe ich die Päckchen gesammelt. Und bei 90 Päckchen bekommt ihr hier einen Panzer und bei 100 eben den Hunter. Und deswegen sammelt am besten die Päckchen. Oder ihr holt euch 6 Sterne und klaut euch so einen Panzer. Oder ihr holt euch den Panzer in der Mission zu Befehlshör bei Colonel Cortez, wie ihr wollt. Ich habe jetzt halt den Panzer hier. Und ja, ach ja, die in der Statistik, ich zeige euch auch einmal die Prozente, dann seht ihr die mal, 17% haben wir aktuell. Und hier müsst ihr jetzt eigentlich nur den Pfeil einmal nach oben drücken, dann seid ihr nämlich ganz unten. Und hier habt ihr dann Sachschaden. Und da habe ich gerade 525.000, also gut, die Hälfte muss ich noch holen. Und das Medieninteresse steht denn da gerade. Und das wird sich jetzt dann gleich mal aufbauen. Und ich hoffe, ich werde nicht angegriffen, wenn ich hier raufgehe. Das wäre ärgerlich. Hi. Aber ich glaube, ich habe das in Erinnerung, dass man hier früher angegriffen wurde. Es kann sein, dass es an den Päckchenbelohnungen liegt, dass ich jetzt hier einfach rein darf. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir legen los. Ich würde sagen, keine Gnade. Let's go. Alles kaputt machen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Und dann sollten die Trophäen eigentlich von ganz alleine kommen. Und ja, also theoretisch, wenn ich jetzt die zweite Insel freigespielt hätte, dann hätte ich hier natürlich auch die 6 Sterne locker bekommen können und damit auch eine weitere Trophäe holen können. Aber das ist jetzt einfach so und ich wollte diese Trophäe jetzt einfach holen. Denn man kann das ja auch so ein bisschen als Vorteil sehen, würde ich sagen. Denn, naja, ihr müsst mal überlegen, wenn man jetzt 6 Sterne bekommen würde, ist ja nicht schwierig, hier im Panzer 6 Sterne zu bekommen. Das wird ja früher oder später passieren. Dann hat man eben das Militär am Hals und da kommen dann natürlich auch viele Panzer und diese Panzer kann man nicht zerstören. Was vielleicht im Endeffekt dazu führt, dass man den Sachschaden nicht so schnell nach oben prügeln kann. Also man kann das vielleicht auch als Vorteil auslegen, vor der Freischaltung der zweiten Insel das hier schon zu machen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es ja doch ganz gut, das jetzt mal zu tun. Zack. Jetzt machen wir hier alle platt. Boom, Junge. Und ich muss einfach sagen, dass die Explosion einfach saugeil aussieht. Sehen hier, die Explosion generell hier in dem Spiel in der Definitive Edition, das gefällt mir wirklich gut. Und ja, und man kann, ach, da gibt es sogar eine Fensterscheibe, durch die man durchgucken kann und man sieht sogar den Fahrer, das kenne ich so noch nicht. Geil. Finde ich geil, muss ich sagen. Kann ich den Heli eigentlich abballern? Geht das? Das müsste sogar gehen. Irgendwie müsste es gehen, aber ich sollte jetzt eher aufpassen, dass ich hier nicht aus dem Panzer gezogen werde oder so. Weil wie gesagt, wenn man aussteigt, wird das wieder resettet. Deswegen immer aufpassen. Wir können jetzt einfach mal rein aufs Interesse mal reingucken, wie weit wir jetzt sind. Jetzt bin ich bei 505. Und ich glaube, 1800 ist dann das Medieninteresse, was wir erreichen müssen. Aber dann ist das ja ziemlich schnell erreicht. Dann habe ich ja ein kleines Problem, weil ich dann nicht weiß, was wir noch machen sollen. Ich habe nichts anderes vor in dieser Folge. Was soll ich tun? Wenn ich das jetzt gleich schon erreicht habe, weiß ich nicht mehr weiter.
Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Trophäe, die man auch noch machen kann. Ich weiß nicht. Wir müssen gleich mal gucken. Hi. Das geht ja wirklich sauschnell. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das würde ein bisschen dauern. Aber vielleicht geht das ja später langsamer. Also wieso... Vielleicht ist das jetzt nur mal eben so gestiegen. Wobei, ich kann jetzt gucken. Ich glaube, das baut sich doch sehr, sehr schnell auf. 600... Ach, das geht doch nicht so schnell. Also... Nö. Wenn die Folge jetzt am Ende nur 10 Minuten lang ist, dann ist das eben so. Außer ich finde noch irgendwas anderes. Ich glaube aber nicht. Wir haben noch diese eine Social Club-Auszeichnung hier mit den... Wo wir alle Kleidungsstücke mindestens einmal getragen haben müssen. Aber da müssen wir sowieso die 100%-Wertung für erreichen. Weil ein Kleidungsstück bekommt man ja erst bei der 100%. Dementsprechend... Können wir das sowieso nicht holen aktuell. Jo. Und ansonsten, die anderen, die kommen halt dann mit der Zeit. Den Sachschaden von 500.000 haben wir da schon erreicht. Und dann werden wir irgendwann vielleicht mal nochmal in den Panzer steigen und uns dann die... Und uns dann mal diese eine Belohnung holen. Die eine Trophäe holen, meine ich. Fangt mich doch oder so, oder wie die heißt. Oh shit, was war das? Immer diese Trümmerteile auf dem Boden, die sind echt gefährlich. Das Einzige, was uns hier eigentlich gerade aufhalten kann, ist, dass wir eben verhaftet werden. Ich weiß zwar nicht, warum man in diesem Panzer nicht einfach die Tür mal ordentlich verriegelt. Das kann doch nicht sein, ich meine, was wäre das, was ist das denn, wenn der Feind einfach die Tür öffnen kann in einem Panzer? Das ist ja eigentlich nicht richtig. Aber gut, ich verstehe das natürlich aus der Sicht von Vice City, dass es irgendwie auch eine gewisse Gefahr geben muss. Sonst wäre das ja einfach... Ich meine, der ist so schon overpowered. Sind wir doch mal ehrlich. Dagegen kommt ja gar nichts an. Ich bin mal gespannt, wann wir die Trophäen bekommen, aber ich will ja mal so ein bisschen gucken, wie weit wir sind. 1082 schon. Und schon 875.000 Schaden. Ich hätte natürlich auch die Bürgerwehrmission machen können, das hätte auch nochmal gepasst. Aber ich habe jetzt Angst, dass das irgendwie das resettet, deswegen mache ich das nicht. Zack! Zack! Ich mache euch alle platt. Ich mache euch alle fertig. Ich mache euch alle fertig! Ja, das liebe ich eigentlich auch noch an dem Rhino hier in Vice City, dass man die einfach bei einer Berührung zerstören kann, die... Gegner, das ist später nicht mehr so. Das ist eigentlich schade, ich weiß, es ist mega unrealistisch. Aber das ist einfach so ein cooles Spielelement, was ich früher einfach geliebt habe. Vor allem in meiner Kindheit, als ich Vice City damals gespielt habe mit 9 Jahren. Ich fand das immer total lustig, wie die Autos dann in die Luft geflogen sind. Und bin dann einfach gerne mit dem Panzer durch die Gegend gefahren und sowas. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, Elefant im Porzellanladen, das ist schon mal die erste Trophäe. Und die andere werden wir jetzt auch gleich bekommen. Also unser Medieninteresse muss schon ziemlich hoch sein. Jetzt, wie hoch ist es? Wie hoch ist es? Ich bin mal gespannt. 1300 nationale Krise. Solange es nur eine nationale bisher ist, geht's ja eigentlich noch. Oh mein Gott. Das wäre natürlich jetzt ein Super-GAU, wenn ich es... Oh shit, da kam er, glaube ich, gerade. Wobei, ich weiß gar nicht, war das einer? So, ich versuche es immer mal wieder aufzurufen, weil ich einfach gucken will, was es so für Rankings gibt. Immer noch nationale Krise. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es langsamer steigt jetzt. Ich weiß nicht, oder täusche ich mich da? Vielleicht mache ich auch einfach weniger kaputt, das kann auch sein. Ich muss einfach mal wieder ein bisschen durchziehen hier. Huah! Vorsicht vor den Trümmerteilen. Sehr, sehr gefährlich. Und hier will ich eigentlich auch nicht durchfahren. Das ist mir zu eng hier eigentlich. Hier, die Bikes können wir mitnehmen. Oder auch nicht. Ich will eigentlich auch keinen Stress mit Big Baker haben. Internationale Krise jetzt. Wir haben uns langsam einen Namen hier gemacht. Huah! Huah!
Vorsicht, die Trümmerteile. Ich sehe sie nicht. Ich frage mich ja, wie viel hält er noch aus? Aber ich glaube, der war sehr, sehr stabil, der Rhino hier in Vice City. Oh, also ich glaube auch diese SWAT-Vans, die geben auch richtig, richtig viele Punkte. Oh. Ja, genau, hat ihn nichts ausgemacht, ne? Nö. Gar kein Problem. Alles im grünen Bereich. Oh. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, was ich meine mit dem Vorteil der 4 Sterne. Weil das Militär wäre schon lange da gewesen. Normalerweise. Es würde mich so nerven. Weil du kannst halt die Panzer nicht einfach so wegschieben und zerstören, wie du das jetzt mit dem Polizeiwagen hier machst. Ich glaube, es kann schon ein Vorteil sein, das am Anfang zu machen. Weil sonst vielleicht doch die Gefahr ist, dass man zum Stehen kommt und man dann vielleicht aus dem Panzer gezogen wird. Aber gut, man kann es natürlich dann auch später mit dem Hunter einfach machen. Und dann habt ihr mit dem Bodenkampf einfach gar nichts zu tun. Hätte ich aber fürs Video ein bisschen langweilig gefunden. Deswegen habe ich es jetzt nicht so gemacht. Außerdem geht mir der Hunter dann doch einen Ticken zu schnell kaputt. Wie man auch am Ende des Päckchen-Videos gesehen hat. Also, ja. Vorsicht. Ah, die. Ja, wunderbare Wendung. Es hat geklappt. So, haben wir ein neues Level erreicht? Ich will es immer mal wieder sehen. Immer noch internationale Krise, aber es müsste gleich vorbei sein. Ich zerstöre jetzt nochmal 2, 3 Fahrzeuge. So, jetzt müsste ich es eigentlich erreicht haben, oder? Weltereignis. Die ganze Welt weiß jetzt davon. Die ganze Welt weiß jetzt von unseren Taten hier. Scheiße. Trotzdem nur 4 Sterne. Es ist auch lustig. Nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, was ist das? Oh Gott, oh Gott, war das gerade gefährlich. Meine Fresse, ey. Ich kam irgendwie nicht mehr von der Stelle. Ich sollte das jetzt wirklich langsam mal beenden hier. Aber so wie ich gehört habe, ist Stoff, aus dem Legenden sind, auch das Maximum auf jeden Fall. Also mehr geht, glaube ich, auch nicht. Also dann ist wirklich das Ende. Och, Leute. Und immer Achtung vor diesen Trümmerteilen. Das ist so gefährlich. Oh je, oh je, oh je. Oh, die sind schon... Ach, diese blöden Vans hier, die machen mich fertig. Die machen mich echt fertig. Ich muss aufpassen. 1687. Komm, wir haben es gleich. Ich muss doch einmal wenden irgendwo. Das ist saftig. Da können wir ordentlich absnacken. Sehr schön. Wieder ordentliche Punkte bekommen. Ah, da nochmal. Da nochmal. Komm. Gleich ist es geschafft. Ich muss noch einmal irgendwo wenden. Am besten jetzt hier, weil da sind die Gegner. Sehr gut. Hat geklappt. Hat funktioniert. Alles gut. Damit sollte es besiegelt sein. Sehr schön. So, gibt es ein neues Ranking hier? Immer noch Weltereignis, aber wir haben es gleich. 1800. Ich meine, es waren 1800. Also, ich kann mich auch irren. Aber ich meine, es waren 1800. Von mir aus kann es noch ein bisschen weitergehen, aber ich würde es jetzt auch ganz gerne dann doch mal beenden. Du hast halt doch immer das Risiko, verhaftet zu werden. Deswegen, und dann müsste ich alles nochmal machen. Alles nochmal machen. Das ist gefährlich. Vorsicht. Bam. Boah. Habe ich dem Stallion da gerade einen Arschtritt verpasst und es ist nichts passiert oder was? Aber jetzt brennt er dann irgendwann auch mal oder was? Aha. Hat er sich doch nochmal dazu entschlossen zu brennen. Sehr gut. Oh Gott, das reicht doch jetzt langsam mal, oder? Ich bin berühmt, jawohl!
Davon träumen wir YouTuber doch alle. Und jetzt ist es endlich soweit, Kappa. Stoff, aus dem Legenden sind. Ja, schön. Ja, 15 Minuten. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze doch mal. Den Panzer kann ich mir eh jederzeit wiederholen. Den brauche ich mir nicht speichern oder sowas. Von daher beenden wir es doch einfach mal. Kurz und schmerzlos. Ihr kennt das von mir. Und somit endet eine Legende. Tommy Vashetti. Ich weiß zwar nicht, warum der Bildschirm jetzt geblutet hat. Dieser bloody screening. Tommy hat nicht geblutet. Aber egal. Er hat's geschafft. Ja, jetzt habe ich beide Trophäen. Was haben wir denn eigentlich noch so an Social Club Achievements? Irgendwas, was man noch so... Nö, also Immobilienhai kommt von alleine. Weiß-Weiß Baby kommt von alleine. Nur Retro-Look müsste ich dann irgendwann mal angehen, aber das geht dann eh spät. Frühestens, wenn ich die 100% erreicht habe. Vielleicht so als Abschluss vielleicht. Dann muss ich vielleicht dafür sorgen, dass ich zuvor alle anderen Kleidungsstücke schon getragen habe. Und dann kann man das doch eigentlich mal machen. Ja, würde ich sagen. Also dann nach und nach, wenn ich meine Kleidung sehe, holen wir uns die einfach mal. Ja, jetzt sag mal. Aber das kommt alles nach und nach, also den meisten Kleidungsstücken läuft man sowieso über den Weg und hat sie dann sowieso an. Das wird auf jeden Fall was. Ich will hier dran vorbei, ich will nicht unten drunter. Sag mal. Wow. So. Ist mal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, weil es kann nicht jede Folge 30 Minuten und länger sein. Es geht halt manchmal nicht. Und ich muss ja auch gucken, was wir überhaupt noch machen können, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Wir können jetzt hier mitten in der Folge mal gucken. Prozenttechnisch hat das natürlich nichts gegeben, weil es keine Mission war, ist ja klar. Aber trotzdem. Kommen wir der Platin immer näher. Das ist schon beachtlich, was ich hier mittlerweile alles habe. Weil, ja, ihr guckt, seht ihr? Wir haben schon 43% aller Trophäen und ich habe noch nicht mal die erste Story-Mission gemacht. Was fehlt denn jetzt theoretisch nochmal? Das kann man ja sich auch mal anschauen, mal so einen Überblick hier haben. Also das ist das, was wir alle schon haben. So. Okay, das kommt dann irgendwann mal. Heißt nicht mein erster Ritt. Mogul kommt auch. Fang mich doch können wir dann machen, wenn wir die zweite Insel freigespielt haben. Da kann ich ja dann einfach so ein bisschen vielleicht die Bürgerwehrmission machen oder so, damit man so ein bisschen, ja, ein bisschen so ein kleines Ziel hat. Auftragskiller mache ich dann, wenn wir alle Auftragskiller-Missionen freigeschaltet haben. Das ist nach der Mission der Scharfschütze im Malibu Club. Danach können wir dann hier die Auftragskiller-Mission machen. Ich werde alle dann in einer Folge machen. 36 Monster Stunts kommen dann, wenn die zweite Insel freigespielt ist. Das ist eine normale Story-Mission. Das ebenfalls, das auch. Beziehungsweise... Ja, doch, das ist auch noch eine Story-Mission, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube schon. Ansonsten ist es halt einfach eine Nebenmission. Die PR-Tour ist, glaube ich, eine Nebenmission, ja. Big Baker's Bike ist auch eine Nebenmission. GTA ist einfach das Sunshine Autohaus. Müssen wir alle Autos suchen und halt dahin bringen. Das ist die finale Mission, die ist ja sowieso klar. Hier müssen wir bei der Schutt und Asche, die Supermission mit dem Helikopter, wir lieben sie alle, mehr oder weniger. Müssen wir alle mit den Rotorblättern des Modellhubschraubers erledigen, alle Feinde dort. Und dann gibt es auch schon die 100% Trophäe, also so viel mehr ist das eigentlich gar nicht. Also gut, die Story müssen wir natürlich noch durchballern, aber das geht ja sehr schnell, denke ich mal, mit dem, was wir haben. Wir haben ja so viele Waffen und so. Und das wird absolut kein Problem werden. Und ich freue mich echt schon drauf. Ich glaube, ich kann jetzt nichts anderes mehr machen vor der... Also ich muss jetzt die Story machen. Ich glaube, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte jetzt. Also ich werde nochmal schauen nach der Aufnahme in Ruhe. Und falls es noch irgendwas gibt, werde ich das tun. Aber ansonsten werden wir beim nächsten Mal dann halt mal mit der Story anfangen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.